Wehe dir, die Wahrheit nicht zu befolgen, nur weil du Streit hast mit jemandem. Wehe dir, von der Wahrheit abzulassen, nur weil du jemanden ärgern willst oder nur weil du jemandem eine auswischen willst. Am Ende hast du den Schaden, wenn du nicht den Weg der Wahrheit gehst. Am Ende trägst du die Verantwortung und wirst von Allah zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn ich mich mit jenem verstehe, dann gehe ich den Weg der Wahrheit. Und wenn nicht, dann nicht. So ist die Denkweise einiger Menschen. Wenn ich mich mit jemandem verstehe aus der Moschee, dann komme ich in die Moschee. Und wenn nicht, dann gehe ich nicht mehr in die Moschee. So denken viele Menschen. Was hat die Moschee damit zu tun? Was hat die Wahrheit damit zu tun? Das ist eine Sache zwischen dir und der Person. Was hat die Wahrheit, dieser Weg damit zu tun? Lass niemals von der Wahrheit ab wegen einer Person. Nur weil du dich mit ihm nicht mehr verstehst oder du dich mit ihm gestritten hast. Allah tadelt die Menschen im Koran, die die Wahrheit erkannt haben, aber die Wahrheit nicht angenommen und nicht akzeptiert und nicht befolgt haben aus Sturheit und aus Arroganz gegenüber der Wahrheit.